Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Wolfenstein Youngblood. So, wir sind im Bruder 1 und wir sind jetzt hoffentlich auf der richtigen Etage. Und ja, ich lade mal nach. Wir wissen ja nicht, was auf uns jetzt hier zukommt. Oh oh, auf Sof. Fass mit an. Wunderbar. Yeah. So. Oha. Okay. Jemand zu Hause? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, fuck! Alter, was ist das? Weg, 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 weg! Aua, 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 aua! Oh. Okay, okay, dann. Gib mir mal ein bisschen Strom hier. Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Da verteilt das Minen. Oh, wo ist er denn? Alter, da gibt ja mal keinen Schaden ab hier. Aua, 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 aua. Schande. Oh, wow, 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 wow. Verschlossen. Nein, nein. Oh, nein, das ist ja überall hier. Aua. Oh, fuck. Okay, hier oben. Sind wir hier oben sicher? Wo ist er denn? Ich glaube, hier oben bin ich sicher erstmal. Ach du grüne Neune. Hilfe. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich könnte Hilfe gebrauchen, Sof. Wo ist denn Sof? Oh, die ist auch nicht mehr so fit. Oh, ach. Okay. Nein, 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 nein. Los geht's! Ich bin getroffen, Schwester! Kannst du mir helfen? Fuck! Alter, was ist? Wir müssen Sof helfen. Ich bin getroffen, Schwester! Kann dir etwas Hilfe gebrauchen? Ich komme zu dir auf Sof. Sind wieder dabei. Hören Sie, Kopf. Wir müssen da oben hin. Okay. Wo ist? Wo ist der? Du bist krass, Mann. Nein, 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 nein. Oh. Wieso? Ich möchte mein Laserkraftwerk haben. Slayer, Slayer. Ei, ei, ei. Liegt hier noch irgendwo was an Munition rum? Wir dürfen nicht so viel auf dem Boden. Oh.
wow, wow, wow. Gibt's hier? Oh, nee. Fuck, was ist das für ein... Scheiße, bin getroffen. Könntest du mir bitte helfen? Scheiße, kein geteilt. Brauche Hilfe. Kein geteiltes Leben verbrauchen. Komm hoch, Sof. Hilf mir. Okay. Ich bin wieder im Geschäft. Oh, er hat keine Rüstung mehr. Okay, wir verlieren ein geteiltes Leben. Ich bin wieder da und einsatzbereit. Verdammt, Jack! Komm und hilf mir, wenn du nicht allein kämpfen willst. Wieder einsatzbereit, Schwester. Darf nicht wahr sein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, dürfen wir jetzt nicht mehr sterben. So, haben wir Ruhe. Wir wissen es nicht so genau. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier Ruhe reinbekommen. Hat der was für uns? Nee. So, okay. Da rennt immer noch einer rum. So, die haben anscheinend die Schlüssel. Die werden wir uns ich den ersten mal Schlüssel schnappen. Okay, hat sich direkt okay, geteilt. Ladies. Jetzt die Schlüssel in den Hauptcomputer stecken und fertig. Verstanden. Okay. Dann schaue ich mich aber hier trotzdem nochmal um. Nicht, dass wir hier eine Kassette oder sowas übersehen. Oder Geld. Weil hier liegt ja Geld eigentlich überall rum. Ne? So, da haben wir noch Munition. Dieser kleine. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lege mal los. Werden wir mal die Schlüssel da reinstecken. Und ich hoffe mal, dass wir dann. Bruder 1 erledigt haben. So, Sophie? Ja, können wir nicht gucken. Naja. Computer bereit, Abby. Eine Sekunde? Okay, ja. Bin drin. Super, Mädels. Und jetzt raus da. Mission abgeschlossen. Überfall Bruder 1. Okay. Dann mal raus hier. Sophie, kommst du? Und die tanzen mal wieder. Naja, das ging ja
Abkürzung freischalten. Alles klar. Dann mal auf die Tür. Sesam, öffne dich. Mädels, ich habe Teile einer alten Geheimübertragung von General Lothar an eine unbekannte Quelle in Berlin entschlüsselt. Hört euch das an. General, haben mich gefragt, was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was sich diese Trottel in Berlin vorstellen können. In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braut sich ein Gewitter zusammen, Herr General. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich kann das Regime auf das vorbereiten, was kommen wird. Und Labor X? Da ist noch mehr, aber das Entschlüsseln wird etwas dauern. Wer ist dieser Lothar? Attackiere sie von der Seite! Lade nach! Wer ist dieser Lothar? Wir wissen es nicht. Du gehst ja voll ab! So, was liegt hier was rum? Nee. Natürlich noch ein bisschen Kleingeld. Und noch was zu lesen. Ich würde gerne mal wieder eine Kassette finden. Wundert mich ja, dass hier drinne keine ist. So, dann mal raus. Ab in die Lobby. Voll die 80er Jahre Musik. Und die zwei freuen sich natürlich, dass sie es geschafft haben. Auf geht's. So, was haben wir denn hier? Geheim. Wissen Sie wirklich, wer Ihre Mutter ist? Hey, was für ein Holzdings hat Jacques dir gegeben, Soph? Eine Königsschachfigur. Ich hab sie hier in meiner Tasche. Ein guter Bürger ist ein informierter Bürger. Wenn Sie diese Information, Sie oder jemanden, den Sie kennen, betrifft, kontaktieren Sie sofort die Sicherheitsstellen. Ein Nichtbeachten dieser Regel stellt eine Gesetzeswidrigkeit dar und wird mit Inhaftierung geahndet. Alles klar. Schade. Oh oh, kommt da jemand? Da lag doch noch Kleingeld rum, genau. Ah ja, gut, wir sind wieder draußen. So. Das war ja wieder ein Abenteuer. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal in unser Questblock rein. Tun uns hier erstmal ein stilles Plätzchen. Hierzu. Ich mach. Oh ja, was liegt hier? Oh. Kartoffelsuppe gibt's heute. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zurück in die Katakomben. Und
Aber jetzt sind wir ja eigentlich fertig, ne? So, den Metroplan haben wir freigeschaltet. Wer würde hier arbeiten wollen? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Regime-Arschlöcher. Das weiß ich auch nicht, wer hier arbeiten möchte. Okay, wir gehen los. Und zwar gucken wir mal, wo es hingeht. Was haben wir denn hier noch? Kehren Sie zurück und kämpfen, um zu erkunden. Okay. Bruder 3. Finde? Nein. Abbrechen. Wir haben schon ein paar Sachen zu tun hier noch, ne? Gefangenenareal 4 und Bruder 2 Viertel Nord. Klein Berlin. Klaut der Waffenmeisters und Lenz Geheimnis. Okay. Was haben wir hier? Suchen Sie diesen Ort auf. Okay, da haben wir jetzt nichts. Die Katakomben haben wir nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Klein Berlin und suchen mal Lenz Geheimgang. So. Trink mal einen Schluck Kaffee kurz. Schön. Hier müsste die Wohnung dieses Regimeoffiziers Lenz sein. Ja, schauen wir uns um. Alles klar. Irgendwo hier treiben sich wohl ein paar Regimebastarde rum. Oh, da haben wir wieder einen Wow-Wow. Machen wir es auf die leise Art, Schwester? Ja, wir machen es auf die leise Art. Oh, oh. Da haben wir noch eine Zeitung. Da hat uns mal jemand entdeckt oder meint entdeckt zu haben. Den Hund müssen wir irgendwie. Oh, oh, oh. Oh, oh. Den Hund müssen wir irgendwie wegkriegen. Gab's da nicht irgendwie? Ach, ich hab keine Waffe mehr. Verfügbar. Okay. Ist das da drinne? Waren wir doch schon mal.
So, die Wohnung ist hier, okay, oder? Okay, das muss die Wohnung von diesem Lenz sein. Oh. Ich gehe in die Flanke, voll. Gib mir Deckung. Wer, was, wieso? Ach, du hättest wohl auch besser in Deckung gehen sollen. So, wir schauen uns hier um. Wie immer und werden alles einsammeln, alles einstecken. Was sind das hier eigentlich? Katakomben von Paris, sind die uns etwa auf den Spuren? Okay. So, aber ich denke mal, wir waren doch hier schon mal. Kann diese Statuen nicht leiden. So, hier müssen wir. Haben wir alles entschlüsselt? Okay. So, hier müssen wir irgendetwas untersuchen. Aber was? Gibt es hier einen Geheimgang? E drücken. Da war doch gerade E drücken. Hallo. Aha. Da schau an. Was haben wir denn da? Hier ist die Diskette. Vielleicht ist da ein Hinweis auf den Geheimeingang drauf. Wir brauchen einen Computer. Ja, da steht doch einer. Dann nehmen wir doch den. Aber haben wir doch eigentlich erledigt. Okay, Schrieber. Wie bereits besprochen, habe ich einen Geheimgang in Bude 1 entdeckt. Ja, klar. Okay. Bude 1, okay, Sammlung, ja. Haben wir doch eigentlich, naja, komm, dann machen wir das. Es gibt ja immerhin auch Erfahrungspunkte und da sollten wir auch ein bisschen sammeln von, ne? Jetzt machen wir die Quest halt fertig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, sind wir alleine? Nicht verfügbar. Da kommen wir nicht durch. Okay. Das Kleingeld nicht liegen lassen. Okay, da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Ach Gott. So, okay. Liegt da noch irgendwas in den Schaufenstern rum? Nein. Kanalisation. Zum Untergrund des Geheimbunkers. Level verlassen. Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Waffenmeister Claude müsste durch diesen Kanal zum Bunker gegangen sein.